Happy Glückwunsch! So, ja, kommt ruhig wegen her, dass ihr auch was hört, muss ich nicht so schreien, kann ich nämlich gerade nicht mehr. Den Text habe ich mir gestern überlegt, passt aber, glaube ich, besser als, ja, passt heute super dazu. Und zwar habe ich mir überlegt, eine Ehe ist eigentlich wie eine lange Fußballsaison. Da gibt es Höhen und Tiefen, die zweite Mannschaft hat heute wegen die Tiefen mitgemacht. Aber ich glaube, gerade im Fußball und auch in der Ehe geht es darum, in Tiefen dann zusammenzustehen und die Erfolge, die dann anschließend kommen, wieder zusammen zu feiern. Und das wünsche ich euch. Alles Gute auf eurem gemeinsamen Weg und natürlich auch allen Jungs hier für die Saison, die ja gerade läuft und noch länger dauert. Ja? Also herzlichen Glückwunsch von uns. Dankeschön. Das ist für euch. Da ist noch was drin, gell? Okay, vielen Dank. Und das ist symbolisch der 15. Mann, der ihr für uns seid. Der 15. Mann, ja. Vielen Dank. Ich bin so gut, danke. Gerne. When I wake up, well I know I'm gonna be the man who wakes up next to you. When I go out, yeah, I know I'm gonna be the man who goes along with you. If I get drunk, well, I know I'm gonna be the man who gets drunk next to you. And if I haver, well, I know I'm gonna be the man who's havering to you. And when the money comes in for the work I do, I'll pass almost every penny on to you. When I come home, yeah, I know I'm gonna be the man who come back home with you. And if I go, well, I know I'm gonna be the man who's going home with you. And I would walk 500 miles and I'm gonna be the man who's lonely without you. And when I'm dreaming, yeah, I know I'm gonna dream about the times when I'm with you. And when I go out, yeah, I know I'm gonna be the man who goes along with you. And when I come home, yeah, I know I'm gonna be the man who comes back home with you. I'm gonna be the man who's coming home. Alle das Trikot übergezogen. Ich verspreche es euch, ich reiße mir den Arsch auf für meine 10 Mitspieler heute und es muss von jedem jetzt kommen. Wir wollen diese 3 Punkte, wir brauchen diese 3 Punkte und wenn wir da jetzt Gas geben, dann holen wir die auch. Da bin ich mir 100% sicher, Männer. Volle Kanne rein da. Wo seid ihr?
Auf geht's! Sprechen, Männer, sprechen! Alex, bitte! Alex, bitte! Wo können wir spielen? Nee, wir mal. Ja, ja, ja. Halt, bitte! Halt, bitte! Halt, bitte!
Halb rein! Raus! Raus! Weiter raus! Sagt er. Raus! Raus! Bleib Mitte! Ja. Komm, Lothar, hol dir! Selber mal! Gutes Ding!
Zweiter Ball. Und Druck, und Druck. Der muss flach kommen, Tobi, ist auch hin. Ja, nein. Hey, frei, 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 hier, Turbo, Turbo. Toni liegt zurück. Zu weit. Los,
Der soll zum ZDF, Alter. Schon Halbzeit? Ne. Ja. Echt?
Verlänger ihn! Ja! 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 Ja!
Ich war einstudiert. Das ist alles gut. Hey! Das ist Nummer 1. Die 8. Die 8. Die 8. Immer die 8. Ah, oder die 2. Genau. Gelb-rot. Ja, du kannst doch einschlagen, ist okay. Nö. Komm. Auf Seite.
win. Got a Zulu show. It's a dynamo. Got a Zulu show. It's rock and roll. Ja, wir haben richtig gut losgelegt. Die ersten 10, 15 Minuten waren richtig, richtig stark. Dann lagen wir auch sauschnell 3-0 vorne. Ja. Das Gegentor war natürlich nicht so gut. Es geht auch ein wenig auf Maikappe. Habe ich ihn laufen lassen. Ja, aber ihr habt es ja aber auch ein bisschen Schlafwagenfußball gespielt. Ja. Wir haben es ein wenig langsamer angehen lassen. Ja. Hast ja in der Halbzeit schon gesagt, wir müssen aufpassen, dass wir es nicht einlaufen lassen. Ja. Zweite Halbzeit war dann spielerische Katastrophe teilweise, also wirklich, wirklich schlimm. Du warst auch sauer, ne? Klar, klar, klar. Also es geht ja nie gegen einzelne Personen, aber ja. Wir müssen halt 11 Mann müssen stürmen, müssen verteidigen. Dann macht Fußball Spaß, das haben wir gemacht, haben uns dann teilweise gepusht. Aber da muss halt noch ein bisschen mehr kommen, ne? Also wir sind da noch zu lethargisch, aber am Ende haben wir es gerockt. Und ja, 3 Punkte, das ist das Wichtige. Also für den Gegner hat es heute gut gereicht. Genau. Aber wenn Leistung. Und ich war ein bisschen enttäuscht von dem Bergheim. Ich habe sie stärker eingesteckt. Ja, absolut. Und ich denke, es war nicht ihr bester Tag heute. Nee, auf jeden Fall nicht. Ich glaube, die waren auch nicht in Bestbesetzung bei der Mahnungstag. Ja. Von da aus hat es heute gelangt. Aber beim nächsten Mal müssen wir wieder Gas geben. Dienstag geht es im Pokal weiter. Ja. Vollgas, wieder alle 11 Mann. Nur so können wir was holen. Ja, immer nur noch englische Wochen jetzt erstmal. Ja, absolut. Ne? Richtig geil. Schön jeden Tag, fast jeden Tag Fußball, Training, Spiel. So soll es sein. Okay. Dann vielleicht sehen wir uns am Dienstag. Ja, wäre super cool, ja. Zum Pokal. Und ansonsten dürft ihr heute feiern. Vielen Dank, Peter. Danke, dass du da warst. Ich danke dir. Ciao, ciao. Männer, es gibt nur zwei Sachen zu sagen. Das war total, Olli. Zur ersten und zur zweiten Halbzeit. Die erste Halbzeit war eine spielerische Meisterleistung. Die zweite Halbzeit eine kämpferische Meisterleistung. Gegen eine Bergheimer Mannschaft, die meiner Meinung nach nicht so gut aufgestellt waren. Liegt aber auch mit daran, dass wir in der ersten Halbzeit gerade die 3 Tore innerhalb von kürzester Zeit schießen und die dann wirklich keinen Bock mehr hatten. Ja, es gibt nicht viel zu sagen. Glückwunsch, Männer, 5-1 gegen eine ambitionierte Bergheimer Mannschaft. Also, kommen wir zusammen. Kann auch nicht. Auf unseren Sieg! 1-3 Weiß! Heben! Gut, ja, gut.